Okay, also haben wir jetzt schon mal die Information über. Jetzt müssen wir wahrscheinlich über Freddy Creel verhandeln, gehe ich mal von aus. Haben andere auch gedacht, und eine Brücke als neue Wohnung, ja, ich weiß. Erzähl mir von Freddy Creel. Los, Enger, mach erst deinen Einsatz, dann kannst du fragen, okay? Na gut, dann müssen wir wieder. Wir müssen offenbar noch ein Spiel machen, weil wir wissen nicht, wer Freddy Creel ist. So. Welche soll ich ablegen? Welche soll ich ablegen? Die 10? Nee, oder? Also wir haben ja schon mal ein Pärchen. Mein wahrscheinlich den Rest oder so, ne? Was darf ich ablegen? Die 10. Okay. Dann legen wir die 10. Ich nehme eine. Hier, 3 Karten. Ach, willkommen zu mir. 3 Karten. Hab ich jetzt gemacht? Ach, ich hab die getauscht. Okay. Und jetzt? Ich hab's eben ging das irgendwie anders. Was jetzt? Ich glaube, ich kann noch mehrere Karten tauschen. Das ist mal Schrott. Also ich kann. Nee, kann ich nicht. Irgendwo ohne was zu setzen. Gigi ist noch dabei. Mickey ist noch dabei. Red hat erhöht. Das ist aber auch gemein, dass man jetzt hier wieder was reinmacht, was ich nicht kann. Ich kann nicht pokern. Scheiße, das ist doch auch wieder nur so ein Glücksspiel. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also so oder so. Soll ich sehen? Kann ich die Karten? Ne, ich kann die Karten auch nicht nochmal tauschen. Ne, geht nicht. Also ich kann nicht nochmal tauschen. Ich kann höchstens aufgeben. Oder sehen. Ah, aufgeben. Möglichst nicht erhöhen. Also raus oder wie? Oder sehen? Aus, okay. Gigi hat erhöht. Mickey will sehen. Red hat erhöht. Gigi hat erhöht. Mickey will sehen. Red hat erhöht. Gigi will sehen. Mickey will sehen. Hey. Was? Was ist denn das jetzt? Also, kann ich mir jetzt davon was nehmen oder was? Er hat gesagt, hey. Okay, Scott, was willst du wissen? Ah, es hat geklappt. Der hat auch ein Drecksblatt gehabt, okay. Freddy Creel. Erzähl mir von Freddy Creel. Ja, sie haben ihn aus der Eisenpresse gekratzt, eine Briefmarke draufgeklebt und ihn in die Gerichtsmedizin geschickt. In die Gerichtsmedizin geschickt, das ist lustig. Lies die Zeitung, Enger, da steht eine Menge drin. Mhm. Okay. Gut, also haben wir nichts weiter. Wie gefällt dir der neue Engel unseres Bürgermeisters? Zuerst spielen wir. Oh, come on. Hat er aber mit 2K das bessere Pärchen, okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein einziges Spiel. Vielleicht kriegen wir da nochmal irgendwas mit dieser Schlagzeile da raus und dann lassen wir es dabei. Eins machen wir nochmal. So. Ein einziges noch. Welche soll ich ablegen? Welche? Das ist schon mal gut hier, ne? Das ist ja schon mal ein Anfang von einer Straße. Soll ich vielleicht das Ass weglegen? Die 9 und die 6. Beide. Okay. Ich glaube, ich will okay gehen. 2, danke, Mickey. Hier, 3 Karten. 3 kommen zu mir. 3 Karten. Okay. Ist das jetzt so viel besser als vorher? Keine Ahnung. Immerhin 2 Buben. Ja, stimmt. Was nun? Naja, nee. Mitgehen oder aussteigen? Oder sehen. Können wir auch. Geh mal mit.
Okay. Gigi hat erhöht. Mickey will sehen. Red hat erhöht. Ich glaube, ich werde dieses Spiel nie verstehen. Ich kann jetzt ja auch keine Karte mehr ablegen. Jetzt ist scheinbar vorbei. Raus oder nochmal mitgehen? Bringt ihr mir schon noch bei? Ich glaube, das habe ich in 100 Jahren noch nicht gelernt. Dazu müsste man erstmal wissen, wie es funktioniert. Sag mir was. Soll ich nochmal mitgehen? Soll ich sehen oder aussteigen? Denkst mal, von denen halt ein oder zwei Pärchen. Du hast keine Chance mit zwei Buben. Mach mal sehen, okay? Gigi will sehen. Mickey will sehen. Das ist doch auch nicht viel besser als meins. Außer, dass er zwei Asse hat, oder? Hat auch nur ein Pärchen. Ist es jetzt gut oder schlecht für uns? Uff und Eck. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich, weil es höher ist, ist es schlecht für uns, oder? Wir hatten mehr mit dem Drecksblatt. Meint jetzt mich oder ihn? Er hat mit zwei Assen gewonnen. Okay. Na gut. Okay, Scott, was willst du wissen? Ich krieg trotzdem Infos. Wie gefällt dir der neue Engel unseres Bürgermeisters? Was willst du von uns wissen? Wir lesen die gleichen Zeitungen wie du, Scott. Schließlich wollen wir wissen, ob wir es auf Seite 1 geschafft haben. 5-1, dass sich Enger mit seiner Reporterdame wieder versteht. Du hast gute Chancen, dass ich dir eine knall, wenn du das wiederholst, Gigi. Okay. Was kann ich denn mit Ihnen jetzt, Freddy Krier? Erzähl mir von Freddy Krier. Ich lass dich rein, Enger. Aber ich mag dich immer noch nicht. Geh nicht zu weit. Hä? Erzähl mir von Angela Donald. Treib's nicht zu weit. Muss er nicht gewinnen, nur spielen, haben sie gesagt. Ja, ist richtig. Habt ihr recht. Erzähl mir von Dan Small. Du bist zu weit gegangen. Ich ging zu weit. Er holte seine Knarre. Es war Zeit zu gehen. Ich hab doch nur gefragt. Was ist denn mit den Leuten los? Was? Diese Aggressivität, diese Grundaggressivität. Es ist im zweiten Stock. Wow, die kotzt mir an, ey. So, drüber da bin damit. Ich wieder. Jeder Privatdetektiv hat ein Büro. So wie jeder Hund eine Hundehütte hat. Hatten wir ja schon mal. Gut, ich würde sagen, wir speichern erstmal, weil wir sind jetzt doch ein Stückchen weiter vorgekommen. So, einmal speichern. Ab in die Haie. Und ich dachte, meine SNR-Chars im PvP sind assi. Oh ja, da hast du recht. Das stimmt. Okay, wir haben einmal gespeichert und dann machen wir einmal Schlafi. Das ist halt, also man rechnet in so einem Spiel, ja, also in so einem Point-and-Click-Spiel eigentlich nicht damit, dass man von Anfang an, also die erste Aktion, die man irgendwie mit einem anderen Charakter machen kann, dass man da schon versauen kann. Also das geht mir jetzt die ganze Zeit schon durch den Kopf, dass ich dem zu viel Geld gegeben habe. Wo ich mir denke, wie assi ist das denn bitte eigentlich? Da soll man irgendwann mal drauf kommen? Boah, das ist echt gemein, ey. Wow. So, der Typ ist noch nicht da. Es ist außerhalb der Geschäftszeit. Niemand ruft jetzt noch an. Okay. Wie spät ist es denn überhaupt? Es ist 7. Was willst du? 8. Ist er immer noch nicht da? Jetzt? Auch noch nicht. Die Kippen konnten wir jetzt nicht. Okay, dann müssten wir eventuell mal wieder zum Friseur gehen. Wieder bei Mac. Neues Spiel, neues Glück. Ja. Neues Spiel, neues Glück, neuer Haarschnitt. Okay. Schlagzeilen. Hallo? Schlagzeilen?
Kann ich nicht drüber reden? 30. Juli. Morgenausgabe. Wie wär's mit Hitzerekord im Juli? Alle Welt spricht über die Hitze. Es ist heißer als in einem Ofen und trockener als ein Martini aus purem Gin. Whatever. Diese Hitze macht einen fertig. Hey, hey, das ist heiß genug, um ein Ei auf dem Bürgersteig zu brutzeln. Ich glaube, Mac hat's bereits versucht. Mal sehen, was sagt er denn zu Freddy Creel? Erzähl mir von Freddy Creel. Scott, erzähl mir nichts über deine Privatschnüffelei. Ich erzähl dir auch nichts über den Laden hier. Kann ich Ihnen den Verlobungsring zeigen? Ich hab gewusst, dass du diese Frage stellst. Willst du vorher noch eine Rasur? Das ist mal gut. Radkreuz, ich zeige Ihnen mal mein Radkreuz. Möchten Sie bitte mein Radkreuz sehen? Nein, danke, Scott. Schade. Oder wie wär's mit meinem Schraubenschlüssel? Du willst, dass ich dich damit rasiere? Hätte ja mal sein können. Okay, nehmen wir mal Platz. Abtrocknen. Ja, trocknen. Was ist mit Freddy Creel, mein Freund? Ich wette, den haben sie verschwinden lassen. Hä? Warum erzählt er mir jetzt auf einmal was über ihn? Wenn ich ihm die Frage stelle, dann wird er zum Agro-Pisser schlechthin. Und unbegreiflich. Hä? Ich nehme deine Wetten nicht mehr an. Du zahlst nicht und bist ein schlechter Verlierer. Ey, wie gemein. Und fertig. Fertig. Hast du mein Geld? Nein. Schönen Tag noch, Scott. Vor allem überleg mal, wie billig der ist. Ich glaube, der kostet 10 Cent oder so für eine Rasur. Überleg mal, ey. Kannst ja, keine Ahnung, 20 Rasuren bekommen normalerweise. Also, ach, nicht immer. Da kriegst du heute, ach, was kriegst du heute nicht mal eine Rasur dafür? Weiß nicht, was kostet das beim Barbier? Keine Ahnung. Das bezahlt sich doch dumm und dusselig bei wahrscheinlich heutzutage. Na dann, bis morgen, Scott. Mein Fressen. Polizei. Jetzt können wir auf jeden Fall zur Zeitung gehen. Weil wahrscheinlich kriegen wir was über diesen Creel-Typen raus. Ja. Sag mal, Frankie, machst du immer noch den tollen Braten? Ich werde dich erst wieder einladen, Scott. Wenn wir beide die Trennung überwunden haben. Oder vergessen haben. Wieder hast du das letzte Wort. Du weißt auf alles eine Antwort. Manchmal ist das gar nicht witzig. Manchmal soll es das auch gar nicht sein. Das ist teurer als normale Haare schneiden? Ernsthaft? Wow. Übel. Freddy Creel. Was liegt über Freddy Creel vor? Gar nicht. Oh, er hat was. Oh, cool. Scheint so, als wäre Freddy Creel mehrfach wegen kleiner Vergehen verhaftet worden. Mhm. Aber der große Knüller war sein Tod. Am 15. Juni verlor er den Kampf gegen die große Pressmaschine in O'Briens Gießerei. Thumbs McKenzie wurde verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Freddy hinterließ seine Frau. Es gab keinen Nachruf. Ich glaube, er war kein guter Mensch. Dieselben alten Kamelen. Hast du was Besseres? Ich überlege gerade, ob ich ihr den Verlobungsring zeigen soll. Wäre eine Idee. Ach ja, den habe ich zuletzt gesehen, als ich ihn in deine fiese Visage geworfen habe. Willst du es nochmal probieren? Nein, danke. Behalt ihn. Aber wirf ihn nicht weg. Ich habe mit was Schlimmerem gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich soll ihr das Radkreuz zeigen? Zeitungen schreiben sich nicht von allein, Scott. Ich bin beschäftigt. Okay, Entschuldigung. Geh weg. Ist das hier? Kann man das irgendwie? Nein, das kann man nicht mitnehmen, das kann man nicht mitnehmen. Also man kann jetzt auch nicht mal nach der Akte gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwas, Thumbs McKenzie. Da haben wir noch gar nichts drüber. Kann sie uns was über Thumbs McKenzie erzählen? Erzähl mir von Thumbs McKenzie. Der Creel-Mord? Die Geschichte ist so alt wie die Steine und seit Monaten kein Thema mehr. Okay. Gibt's im Archiv was über Thumbs McKenzie? Was liegt über Thumbs McKenzie? Gar nicht.
Oh, doch, da gibt's auch was. Guck an. Thams McKenzie war ein Dutzendmal im Knast und angeklagt. So da kommt mir bekannt vor. Er soll Freddy Creels Kopf unter die Presse gelegt haben. Keine Kaution. Früher sollen sie sogar befreundet gewesen sein. Okay. Also ist der jetzt wahrscheinlich unsere nächste Anlaufstelle. Gehe ich mal von aus. Thams McKenzie. Also wir haben noch keine Informationen über ihn. Sagt sie uns was zu ihm? Nee. Louise Creel. Warte mal, das ist ja jetzt eine andere. Erzähl mir von Louise Creel. Sie war nicht sehr kooperativ. Der arme Freddy schien sie überhaupt nicht zu interessieren. Eigentlich ist sie okay, bloß nicht sehr gesprächig. Schade, dass sie so einen miesen Typen geheiratet hat. Alle gut aussehenden Frauen scheinen denselben Fehler zu machen. Du nicht. Richtig, aber es war kurz davor. Oh. Kriegen wir was zu ihr? Was liegt über Louise Creel vor? Das stimmt nichts, oder? Ist nichts. Okay. Vor allen Dingen, wie er dann doch so, ist nichts. So diesen Blick dann, wenn er rausgeht, ne? So, keine Ahnung. Strange, der Typ. Der Schlagzeug. Naja, es ist ein heißes Thema, aber nicht interessant. Okay. Und über Angela frage ich lieber nicht nach, weil sonst kriege ich wieder Stress mit ihr. Auf Wiedersehen, Scott. Erzähl mir nicht, dass es Deutsch und heißt, rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Nein, es ist Deutsch für, geh keiner Frau auf die Nerven, sonst schmeißt sie dir eine Schreibmaschine an den Kopf. Mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Genau wie die Schreibmaschine. Tschüss, Scott. Wenn man dieses Spiel auf Deutsch spielt und sie dann offenbar irgendwas auf Deutsch sagt, was normalerweise, also im Englischen sagt sie was auf Deutsch und man übersetzt das nicht in irgendeine andere Sprache, macht dieser Satz einfach gar keinen Sinn. Da hätte man doch sich so irgendwas anderes einfallen lassen können. Man hätte doch irgendwas auf Englisch sagen können im Gegensatz dazu. Wenn du schon keine Lippenbewegung oder sowas hast, was du synchronisieren musst. Da drauf aus meiner Hupe. Alter. Sowas. Friseur. Meint, vielleicht erzählt er uns, ich glaub's zwar nicht, dass er uns irgendwas über die beiden erzählt, weil der ist sehr unkooperativ. Wieder bei Mac. Aber man kann ja mal probieren. Erzähl mir mal was über Louise. Weil ich meine Frau und Friseur? Erzähl mir von Louise Creel. Sieh mal, Scott. Ich habe einen sauberen Laden. Ich halte meinen Mund und quatsche nicht. So kriege ich mit keinem Menschen Ärger. Na okay. Dann, bis morgen, Scott. Er ist eindeutig der falsche Friseur. Ich meine, er hat eine Augenklappe. Er hat nur 9 Finger. Und er erzählt nicht. Er ist einfach kein Friseur. Was ist er dann?